Lehrlinge, die gesund durch den Tag gehen. Angehende Meister, die auch links und rechts der Fachpraxis die Augen offen halten. Und Betriebe, die mit Gesundheitsförderung punkten. Sie alle sind Handwerk, vital und demografiefest. In Zeiten immer älterer Belegschaften und eines Fachkräftemangels gewinnt auch im Handwerk die Gesundheit der Mitarbeiter stetig an Bedeutung. Das Projekt Handwerk Vital und Demografiefest setzt mit verschiedenen Angeboten das Handwerk auf gesunde Beine. Es wird gefördert vom Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie in Rheinland-Pfalz. Bereits Auszubildende lernen im Rahmen ihrer Ausbildung in der Handwerkskammer, sich gesund und abwechslungsreich zu ernähren. In der aktiven Mittagspause stehen heute Smoothies auf dem Programm. Sie sind der neueste Trend in Sachen bewusster Küche. Grüne Smoothies, Obstsmoothies oder leckere Rohsäfte. Doch wie kommt das vitaminreiche Mixgetränk bei den jungen Menschen an? Mir hat gerade der Erdbeersmoothie mit den Früchten sehr gut gefallen und das kann man halt sehr gut zu Hause mal vorbereiten und dann vielleicht auch für die Mittagspause mit in den Betrieb nehmen. Ich mache ziemlich viel Sport privat und versuche mich auch immer gesund zu ernähren und freue mich dann auch immer, wenn ich mal neue Sachen ausprobieren kann, die man so noch nicht erkennt oder die ich jetzt so nicht gemacht hätte. Wir speziell Bürokaufleute, wir sitzen ja den ganzen Tag nur im Büro und deswegen bewegen wir uns ja kaum und deswegen finde ich, dass es auch wichtig ist, dass wir gerade speziell uns um Ernährung kümmern und Gesundheit, damit wir auch nicht zu übergewichtig werden und deshalb, dass wir auch nebenbei Energie zu uns nehmen können. Auch der HWK-Lehrgangsleiter ist von der kreativen Frühstücksvariation begeistert. Gerade bei uns, bei mir in den überbetrieblichen Lehrgängen für die Bürokaufleute, ich sehe ja genau, wie das aussieht. Ne? Die Leute sitzen den ganzen Tag. Die sitzen bei mir, die sitzen im Betrieb, die sitzen abends vor ihrer Konsole, vor dem PC. Immer weniger wird sich bewegt. Und daher ist das eine ganz, ganz wichtige Geschichte, damit die auch mal sehen, wie mit einfachen Mitteln einfach so ein Smoothie oder ein gesundes Frühstück eben erstellt werden kann. HWK-Ausbilder Rainer Hahn weiß, wie die Vitaminbomben Einzug in die Betriebe halten. Heute in der aktiven Mittagspause haben wir die Smoothies gezeigt. Wir haben verschiedene Bereiche von Smoothies. Wir haben einmal die grünen, die gelben und auch rote Smoothies. Und je nach Unterschied mit verschiedenen Zutaten ist das eigentlich eine ganz tolle Sache, Auszubildenden mal einen schnellen Weg zu zeigen, wie man einen Smoothie zubereiten kann. Im Betrieb, das ist natürlich so, man muss versuchen, die Auszubildenden ein bisschen zu sensibilisieren, dass man sagt, wir versuchen das mal bei uns im Betrieb. Wie alles im Leben ist immer so ein bisschen eine Gewohnheitsgeschichte, wenn man das mal einführt und sagt, wir machen das jetzt einfach mal, dann sind meistens alle begeistert und dann wird es weitergeführt und dann kann man natürlich auch anfangen zu experimentieren. Was hat es auf sich mit dem Projekt, das schon die jüngsten Beschäftigten im Handwerk in Form bringt? Gesundheit ist nicht nur reine Privatsache, sondern es liegt auch in der Verantwortung der Unternehmen. Und darum kümmert sich das Projekt Handwerk Vital und Demografiefest. Es möchte das Handwerk auf gesunde Beine stellen und auch Appetit machen auf gesunde Ernährung. Wir haben also ein Angebot, das umfasst Kurse zur gesunden Ernährung, zur Suchtprävention für Auszubildende, zur Rückenprävention, zur gesunden Führung und natürlich auch zur Stressprävention. Wenn ein Unternehmen, ein Handwerksunternehmen jetzt mal reinschnuppern möchte in diese Thematik, in die Gesundheitsthematik, dann eignet sich ein Gesundheitstag, weil da können wir ganz gezielt ein individuelles Programm zusammenstellen. Die HWK unterstützt auch die Chefs von morgen beim Aufbau gesunder Angebote im Betrieb. Der Kurs Handwerk Vital zeigt im Rahmen der Meistervorbereitung, wie BGM ganz praktisch funktioniert. Führungskräfte haben Verantwortung für und Einfluss auf die Gesundheit von Mitarbeitern. Es geht darum, ganz praktisch zu fördern. Im Kurs wird mit einfachen Übungen gezeigt, mit und ohne Theraband, wie der Rücken gestärkt werden kann. Die Teilnehmer erhalten Einblicke vom Profi, wie ein rückenfitter Arbeitsplatz auszusehen hat. Im Unterricht geht es darum, welche Führungsfaktoren Krankheit fördern, aber auch, wie Wohlbefinden und damit auch Leistungsbereitschaft gestärkt werden kann. Die Handwerker kommen im Kräutertest auf den Geschmack gesunder Ernährung. Schon ein Kraut erkannt? Zur Einstimmung, bevor die Handwerker zu Kochtopf und Messer greifen, gibt es eine kleine vitaminreiche Stärkung. Um gesunde Betriebe ging es auch bei der Preisverleihung im gleichnamigen Wettbewerb, der nun von HWK und IHK Koblenz ausgelobt wurde. Die Jury stellte zufrieden fest, dass die Qualität der Bewerbungen sehr hoch war. Entsprechend knapp waren die Entscheidungen der 11-köpfigen Jury aus den Bereichen Gesundheitswirtschaft, Medizin, Wissenschaft und Sozialversicherung. Alle hatten ein gemeinsames Ziel,
die besten Ideen für eine wirkungsvolle Prävention herauszufiltern. Ausgezeichnet wurden die Bewerber in den drei Kategorien: kleine Betriebe bis 50 Mitarbeiter, mittelgroße Betriebe bis 250 Mitarbeiter und große Betriebe ab 251 Mitarbeitern. Auch das Handwerk war mit den Handwerksbetrieben Kfz-Betrieb André aus Ediger-Eller und Friseurbetrieb Petra Eifler aus Mülheim-Kärlich unter den Preisträgern. Sie zeigten die Bedeutung der Gesundheit im körperlich fordernden Handwerk. Nachahmer sind durchaus gefragt. Ich habe gerade am Eingang erfahren, dass also im Vergleich heute auch wieder, wir sind ja von der IHK und HWK zusammen hier, im Verhältnis wieder eigentlich zu wenige Handwerker da mitmachen. Müssen wir wahrscheinlich schon ein paar Bretter bohren, um da unsere Betriebe auch dazu zu gewinnen, bei so Aktionen mitzumachen. Ich glaube nämlich, gerade jetzt sind wir wieder beim Dachdeckerberuf speziell, uns gehen von unten die jungen Leute weg, die nicht mehr kommen. Und wenn wir so oben, nach oben raus im hohen Alter, jedes Jahr, wo wir so früher verlieren, ist für uns ein Verlust. Also von daher kann ich nur jedem Betrieb raten, sich auf solche Dinge einzulassen. Michael André aus Ediger-Eller nimmt die Zukunft des Familienbetriebs Autohaus André sportlich. Als einer der Gewinner des Wettbewerbs Gesunde Betriebe weiß er, dass die Gesundheit der Mitarbeiter das Kapital des Kfz-Betriebs ist. Um die Produktivität der Beschäftigten zu sichern, begann er zusammen mit der Handwerkskammer Koblenz und der IKK Südwest gesunde und demografiefeste Arbeitsplätze nachhaltig aufzubauen. Gesundheitsberater haben den Betrieb mehrere Wochen analysiert, beraten und gecoacht. Die Mitarbeiter lernten, ihren Rücken zu stärken und die Arbeitsumgebung zu verbessern. So wurden beispielsweise Stirnlampen zur Verbesserung der Sehfähigkeit angeschafft. Ausgleichsbewegungen zu anstrengenden, einseitigen körperlichen Bewegungen gehören mittlerweile zur Arbeitsroutine. Die Experten nahmen auch die Abläufe, das Führungsverhalten, die Kommunikation und die Zusammenarbeit der Mitarbeiter in Augenschein. Tipps der Experten halfen beim gesunden Miteinander. Ich sage mal, das Kfz-Handwerk ist ja ein Handwerk, wo der Körper gefordert wird und man auch die Erfahrung gemacht hat, dass es die Mitarbeiter nur bis zu einem gewissen Alter die Arbeit ausführen können. Das heißt, man sieht wirklich selten Betriebe, in denen noch Mechaniker mit Ende 40, 50 arbeiten. Von da haben wir gedacht, dass wir das Thema proaktiv angehen möchten. Zweiter Schritt war dann, dass wir einen Rückenbeauftragten ausgebildet haben. Das macht dann mein Bruder, der Matthias André. Der war dann einen Tag in der zur Schulung, was dann auch wieder von der IHK angeboten wurde. Das war dann auch, wo die Mitarbeiter instruiert wurden, welche Übungen können sie am Arbeitsplatz machen und dann nochmal in die Tiefe gegangen, wie man besser am Auto arbeitet, um da irgendwie den Rücken auch zu schonen. Was wir noch machen, sind Übungen am Arbeitsplatz und auch in der Mittagspause. Das heißt, dem Rückenbeauftragten wurden Übungen gezeigt, die man hier ohne große Hilfsmittel am Arbeitsplatz umsetzen kann. Das heißt, wir brauchen hier keine Hantelbank und keinen Reck, sondern wirklich, was man so ohne Hilfsmittel direkt anwenden kann. Informationen zu den gezeigten Angeboten gibt es im Internet unter hwk-koblenz.de oder direkt bei der Handwerkskammer Koblenz.